Kommt mit der Xbox Series S eine weitere neue Konsole auf den Markt? Netflix, Spotify, Amazon Prime und Co. werden durch die Mehrwertsteuersenkung günstiger, aber manche Dienste auch nicht. Schauen wir da mal genauer hin. Und Samsung bringt seine erste Consumer-SSD mit 8 Terabyte auf den Markt. Oh mein Gott. Das und mehr jetzt in Techer Weekly. Los geht's. Willkommen zu einer neuen Folge Techer Weekly. Los geht's auch gleich mit dem Top-Thema der Woche. Ihr wisst ja alle, dass die Xbox Series X kommen wird, denn die hat Microsoft ja schon präsentiert. Jetzt kursieren aber gerade Gerüchte im Internet, dass es auch eine Xbox Series S geben wird, die Microsoft wohl im August präsentieren möchte und zum Jahresende dann auch auf den Markt bringen möchte. Ja, jetzt fragt euch bestimmt Xbox Series S, was ist das? Ja, es wird eine etwas schwächere Variante sein als die Xbox Series X. Microsoft sagt ja immer, die Xbox Series X wird die schnellste Next-Gen-Konsole mit 12 Teraflops. Da gibt sich ja selbst Sony mit der PlayStation 5 geschlagen. Aber die wird natürlich ihren Preis haben. Und die Xbox Series S soll quasi so ein Bindeglied zwischen der bisherigen Xbox One und der neuen Generation Xbox Series X sein und halt dann günstiger sein, aber trotzdem Next-Gen-Spiele abspielen können. Jetzt ist natürlich die Frage, was für Abstriche da gemacht werden müssen. Vor allen Dingen diese grafischen Grafiksachen und von der Leistung, die wird natürlich da ein bisschen schwächer sein. Aber immer noch besser als die Xbox One. Eben, und das ist auch ganz wichtig, dass sie eben vor allem stärker ist als die alte Xbox, aber man eben trotzdem die neuen Spiele spielen kann. Und es gab ja auch schon eine S und X-Variante. Deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es jetzt auch bei der neuen Serie so sein wird. Ja, und vor allen Dingen, man weiß ja auch, dass Sony zwei Konsolen auf den Markt bringt, die PlayStation 5 und die PlayStation 5 Digital Edition. Die werden identisch sein von der Leistung her, aber bei dem einen Modell wird Sony ja auf das Blu-ray-Laufwerk verzichten. Und auch das ist nicht neu, das gibt es in der aktuellen Xbox One-Generation, hat das ja Microsoft auch noch. Also es ist auch noch nicht gesagt, dass vielleicht von Microsoft auch eine Xbox Series-Konsole ohne Laufwerk kommen wird, die dann auch etwas günstiger sein wird. Und ihr was man könnt noch ja Ja, oh, sorry. Ja, und was man noch zu den Gerüchten sagen kann, eigentlich wollte die Microsoft die auf der E3 angeblich vorstellen, die Xbox Series S, aber da kam halt diese ganze Corona-Pandemie dazwischen. Die Ankündigungen wurden nicht so gemacht, wie das ursprünglich geplant wird. Und jetzt heißt es halt eben, im August soll die vorgestellt werden. Das ist immer noch Zeit genug, weil die Xbox Series X wird ja und die Xbox Series S und die PlayStation 5 und die PlayStation 5 Digital Edition kommen ja erst gegen Ende des Jahres. Also viele Konsolen. Also eigentlich will ich nicht alle, aber zwei davon. Also ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren unten schreiben, welche dieser vielen Konsolen ihr denn kaufen werdet, wenn ihr jetzt nicht gerade ein Gaming-PC oder sowas habt. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und meine Empfehlung, beachtet, was auf pcwelt.de steht, ist, demnächst wird es wohl eine große Sony-Ankündigung geben, aber mehr demnächst. Seit dem 1. Juli gibt es ja die Mehrwertsteuersenkung. Bis Ende des Jahres reduziert sich die Mehrwertsteuer von 19% auf 16%. Und viele Unternehmen geben auch das gerade an ihre Kunden weiter und werben groß mit 3% Mehrwertsteuer gespart. Unter anderem werden jetzt auch dann die Preise, oder sind ja gerade schon die Preise gesunken, von Netflix, Spotify, Amazon Prime und Co. Es gibt aber auch einige schwarze Schafe, die genau das eben nicht machen. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Sprechen wir jetzt erstmal über Netflix. Ja, bei Netflix, da waren sie gleich dabei. Die meisten Netflix-Mitglieder haben kurz nach 0 Uhr am 1. Juli ja die Mail erhalten. Also da sinken halt die Preise. Zum Beispiel habe ich jetzt hier mal, also beim Basis-Abo sinkt der Preis halt von 7,99 € im Monat auf 7,78 € im Monat. Ja, ist nicht viel, aber es ist halt statt 19% 16%und wie gesagt, die Änderungen gelten aber nur bis zum 31.12.2020 vorerst. Aber bei Spotify gab es ja nicht nur die Mehrwertsteuersenkung aktiv, sondern es wurde auch ein neuer Dienst vorgestellt. Ja, stimmt, Tarkus. Es gibt nämlich jetzt Spotify Premium Duo. Das heißt, ihr zahlt jetzt mit zwei Personen, die in einem Haushalt leben, 12,99 € regulär. Jetzt aber natürlich mit der Mehrwertsteuersenkung ein bisschen weniger. Normalerweise kann man ja nur quasi normal Spotify nutzen für 9,99 € oder halt eben das Family-Abo für knapp 15 €, wo halt dann aber eben nur die Familienmitglieder Spotify nutzen können. Und jetzt gibt es dann eben auch diese Variante für Leute, die nicht in einer Familie sind, aber trotzdem zusammen wohnen.
Ja, regulär kostet das 12,99 Euro, aber aufgrund dieser Mehrwertsteuerabsenkung kostet es jetzt halt bis Dezember 12,67 Euro pro Monat. Man spart also Geld, im Vergleich jetzt zu zwei Premium-Konten, weil eins kostet ja 9,99 Euro, beziehungsweise mit der Mehrwertsteuer 9,74 Euro. Mhm. Aber es gibt da noch eine Einschränkung beim Duo im Vergleich zu Family, die ganzen Kinderfunktionen, die man da hat, also dass bestimmte Lieder nicht abgespielt werden können, also die Kinderschutzfunktionen, die fallen weg und auch das Kinderangebot. Aber das ist ja, richtet sich ja eher auch an Erwachsene. Stimmt, ganz genau. Jetzt aber mal weg von Spotify Premium Duo. Wir haben ja noch ganz am Anfang gesagt, dass es auch einige Dienste gibt, die die Mehrwertsteuer nicht, also die Mehrwertsteuersenkung nicht weitergeben. Und dazu gehört unter anderem Apple. Ja, Apple gibt zwar bei der Hardware, also bei den iPhones, die Mehrwertsteuersenkung weiter. Da spart ihr ganze 2,5%. Aber nicht bei Services und Software. Das heißt, zum Beispiel das iCloud-Abo oder Apple Music sind im Nettopreis gestiegen. Also ihr zahlt natürlich jetzt im Bruttopreis nicht mehr als bisher, aber der Nettopreis ist eben höher geworden. Das heißt, ihr habt da keine Ersparnis. Wenn euch vielleicht noch Unternehmen einfallen oder Dienste, die Mehrwertsteuer ebenfalls nicht weitergeben an die Kunden, schreibt auch die gerne mal unten in die Kommentare. Das waren die Top-Themen der Wochen. Bevor wir jetzt zu den Quick-News kommen, noch ein Spartipp. Aktuell läuft bei Amazon die Sommerangebote-Aktion. Bis zum 15. Juli gibt es tausende günstige Produkte mit hohen Rabatten. Wir picken wieder die Rosinen aus diesem ganzen Haufen, und zwar die besten Technik-Schnäppchen, und halten euch auf pcwelt.de auf dem Laufen. Also am besten regelmäßig reinschauen und abonniert unseren Deals-Push oder unseren Newsletter. Dann kriegt ihr die besten Schnäppchen frei Haus als Erste. Und jetzt kommen wir zu den Quick News. Samsung hat die neue Consumer SSD Serie 870 QVO vorgestellt, und da ist eine 8TB SSD mit dabei. Das ist die erste 8TB SSD von Samsung für Consumer, und die wird ab Ende August erhältlich sein und hat ihren stolzen Preis, nämlich 826 Euro. Aber es gibt noch die günstigeren Modelle mit 1TB, 2TB und 4TB. OnePlus Nord, so heißt OnePlus neues Smartphone, ist aber kein Topmodell, sondern eher ein günstigeres Modell, von dem aber noch keiner weiß, wie es wirklich aussieht und was es wirklich kann. Und trotzdem geht es in der Vorbestellphase weg wie warme Semmeln. Es wird überwiegend verkauft in Indien und Europa. Also es gibt jetzt noch weitere Bestellphasen, da mit dabei sein. Alle weiteren Infos dazu wie immer unten in der Videobeschreibung. Microsoft verbreitet zwei Notfall-Updates für Windows 10, und zwar steckt in der Windows Codec Library zwei Fehler stecken da drin, die relativ gefährlich sind. Ungewöhnlich ist die Art und Weise, wie Microsoft diese Updates verteilt, nämlich nicht über Windows Updates, sondern über den Microsoft Store. Mehr Details in der verlinkten News. Mit Season 4 Reloaded bringt Call of Duty jetzt das neueste Update an den Start. In dieser Woche gab es nämlich den Download, der zwischen 20 und 36 GB groß ist und unter anderem den Battle Royale Modus mit 200 Spielern möglich macht. Das heißt, ihr könnt mit ganzen 50 Teams mit bis zu 4 Spielern gegeneinander in Call of Duty Warzone kämpfen. Und es gibt unter anderem auch neue Maps in Call of Duty Modern Warfare. Neue Gerüchte zum iPhone 12, und zwar soll es Videos mit 4K und 240 Bildern pro Sekunde aufnehmen können. Das wäre die doppelte Bildwiederholrate als beim aktuellen Modell. Das kann nämlich nur 120 Bilder pro Sekunde in 4K-Auflösung aufnehmen. Woher wir das wissen? Nun, jemand hat sich genauer mal die iOS 14 Beta angeschaut und hat da die Hinweise auf die höhere Bildwiederholrate entdeckt. Mehr Details wird es dann spätestens im Herbst kommen, denn da wird Apple voraussichtlich 4 iPhone 12 Modelle vorstellen. Ja, jede Menge Auswahl. Bevor wir zum Kommentar der Woche kommen, hier noch ein kurzer Hinweis auf unser Gewinnspiel, was gerade immer noch läuft. Denn wir verlosen ja das Samsung Galaxy Book Ion im Wert von 1229 Euro. Mitmachen könnt ihr noch bis zum 5. Juli, also jetzt am Sonntag um 23.59 Uhr. Da endet dann das Gewinnspiel. Wie ihr mitmachen könnt, das erfahrt ihr in dem verlinkten Beitrag unten in der Videobeschreibung. Viel Glück beim Mitmachen. Viel Glück, wollte ich sagen. Ja. Absolut. Jetzt kommen wir aber zum Kommentar der Woche. Den Kommentar der Woche, den haben wir gefunden unter unserem Video WhatsApp auf dem PC nutzen aus dem Jahr 2015. Also ein richtiges Retro-Video. Den Kommentar hat geschrieben Administration, und der lautet wie folgt. Anleitung ist zu ungenau. Mein Android-Handy steckt im Bauch meiner Katze. Ja, also
Sorry, dass wir das nicht im Video erwähnt haben, falls es mal zu einem solchen Fall kommen sollte. Aber ich sag mal so, Tipp an dieser Stelle, falls du den QR-Code schon vorher gescannt hattest, dann kannst du natürlich auch WhatsApp am PC weiter nutzen, auch wenn das Handy gerade im Bauch der Katze steckt. Ansonsten musst du halt warten, bis deine Katze das Handy wieder rausrückt. Und meine Mama hat immer gesagt, was oben rein kann, kann unten auch wieder raus. Also will ich ganz stark hoffen, später. Dass das der Fall ist. Kommen wir jetzt aber lieber schnell zum Fail der Woche. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, weil wir haben ja natürlich auch darüber berichtet, dass Amazon sich als Videospiele-Publisher versucht, also als Games-Publisher. Und am 20. Mai ging dann auch das erste Spiel mit Crucible an den Start. Ja, das ist ja so, ja, das war so ein Hero-Multiplayer-Spiel, kostenlos, und am Anfang war es auch ganz gut. Da waren über 20.000 Spieler, die spielen wollten. Am Ende sah es dann schlecht aus. Das Spiel hatte viele Schwächen, Bugs, Unausgewogenheiten, balancemäßig, und am Ende waren es halt nur noch wenig Dutzend Spieler, die das Spiel spielen wollten. Und jetzt hat Amazon Games halt die Notbremse gezogen. Und wisst ihr was? Das Spiel ist wieder in die Closed Beta gegangen. Also man kann es nicht einfach so weiterspielen. Spiel ist jetzt halb so schlimm, weil man hat dafür kein Geld ausgegeben, weil das Spiel war ja gratis erhältlich, aber es ist halt für Amazon Games, und das allererste Spiel hat war halt nicht so die beste Werbung, würde ich mal sagen. Und viele haben ja die Hoffnung, dass mit Amazon Games Spiel Two Worlds, dieses Online-Rollenspiel, auf das alle mit Spannung warten, ja, das wirft natürlich für dieses Spiel dann auch kein gutes Licht. Also da hat sich Amazon Games auf jeden Fall und Amazon keinen Gefallen gemacht, dass da so ein halbfertiges Spiel quasi auf den Markt gebracht wurde. Ja, ist nicht gerade gut gelaufen, aber Fehler passieren jedem Mal, und vielleicht wird das nächste Spiel ja ein bisschen besser. Und natürlich auch, weil es jetzt irgendwie zurück in die Beta gegangen ist, hofft jetzt natürlich auch Amazon auf die ganzen Informationen von den Spielern, was man verbessern kann, und vielleicht wird das Spiel dann doch noch erfolgreich. Wer weiß. Hätten sie das mal vorher gemacht. Hätten sie das mal vorher gemacht, ja. Gut, das weiß man dann auch immer hinterher. Auf Cyberpunk 2077 müssen wir auch länger warten. Jetzt richtig. Kommt auch erst im November, schon wieder verschoben. Naja, aber vielleicht kommt es ja doch dieses Jahr. Mal schauen. Ja, die Spielewelt ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Jetzt zocken wir aber ein bisschen am Wochenende, ne? Wir sagen, was? Bei dem schönen Wetter willst du zocken? Nein. Hast du gerade gesagt, naja, egal, macht was ihr wollt, ja, einfach. Ganz genau, genießt das Wochenende bei bestem Wetter. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.